Ja. Großstadt-RP. Köln. Ja. Kennenlerngespräch. Okay, ja. Man kann sogar mit schriftlicher Elternerlaubnis jetzt sagen. Was zum Freak? Geil. Ja, das sieht mir doch geil aus hier. Da hab ich Bock drauf, Jungs und Mädels. Ja. Alle, wir haben. Ja, ich bin ein Junge aus der Großstadt. Ne? Ich bin ein Junge hier, ich komme ja aus der Großstadt. Was ist der Teamspeak überhaupt? Ich krieg ja keine Anzeige. Und was ist das da oben? Es geht einfach nicht weg. Leck mir am Arsch. Ja, kicken wir mal. Wir sind in einer Großstadt hier, ne? Leck mir am Arsch. Mensch, du kannst doch nicht einfach so auf die Straße laufen. Maul halt, ein Abflug. Was sagt hier, du? Ja, bin ich auf dem Motorrad unterwegs. Kann man so stehen lassen, so ungefähr. Ich find's geil, wie ich mein Drecksmotorrad nicht abschließen kann. Du hast keinen Schlüssel für das Fahrzeug. Gut, dass ich's gerade gekauft habe. Oh, die haben so eine richtig eigene. Okay, ja. Ja, und zwei Securities, ja. Ah, moin. Guten Tag. Ich wollte das Scheißding hier mal pimpen. Was muss ich denn dafür machen? Da müssen sie immer reingehen. Ah. Da ist unser kompetenter Mitarbeiter. Ah, der Lutschkopf da mit dem Hemd oder so, dem Sakko. Wenn sie ihn nicht Lutschkopf bezeichnen würde, wäre es mir lieber. Mach ich nicht mehr. Alles klar. Und bei dir, was geht bei dir so? Ja, nicht so viel, ne? Ist noch ruhig. Ah, ich geh mal rein, ne? Ja, genau. Stellen sie mal ihr Bike hier ab und dann müssen sie mal reingehen. Darf man nicht mit Bike rein? Nee. Hallo, stopp. Komm, ist das jetzt ein Tune oder ist das zum Kaufen hier? Das ist der Kaufbereich. Ach, das ist der Kauf. Und wo ist der Tuning-Bereich? Einmal um die Werkstatt rum. Wollt ihr mich verarschen? Warum hat er mich dann hier hingeholt? Ist das eine Verarschung hier? Nein. Nein, negativ. Wie will das Scheißteil hier nur pimpen? Na, dann müssen sie einmal um die Ecke fahren. Das ist Motorrad, das wird hier sowieso nicht gepimpt. Wie? Das machen die oben bei. Das macht das Lost MC. Genau. Ja, zu den Schwanzleckern will ich auf jeden Fall nicht aufs Anwesen, Alter. Die gönnen das doch niemals. Also sonst hole ich mir auch ein Auto hier, ist mir egal. Komm, scheiß drauf. Motorräder dürfen wir leider nicht tunen. Ja, ne, ich kaufe mir einfach einen scheiß Karren hier. Habt ihr hier ein Drecksauto? Wir haben keine Drecksautos. Ich will einfach ein scheiß Auto zum Tunen. Checkst du es nicht? Ein scheiß Auto zum Tunen. Ah. Hätten wir vielleicht ein BMW da. Lass mich am Arsch mal gucken. Ja, genau. Hast du gerade BMW als scheiße bezeichnet? Und small. Was ist das für ein Typ, Alter? Geht das vielleicht ein bisschen freundlicher gegenüber unseren Mitarbeitern? Ja, die machen doch eh die Knechtarbeit. Spielt ja keine Rolle, das sind trotzdem Mitarbeiter. Ansonsten kann ich sie auch gerne des Hofes verweisen. Ja, das ist gut. Boah. Wir haben hier ein M3 E36. Ey, die wissen, wie man Autos macht, ne? Schön arbeiten gehen, dann könnt ihr euch sowas auch mal leisten, Alter, vielleicht. Ja, schauen wir mal. Da pusten wir wirklich alle mal in eine Flöte rein, ja. Ich guck mir die Autos an und gleich suche ich mir einen davon aus. Ja, machen sie das. So, das wäre der 330i M-Paket. Sag ich mal so, den würde ich jetzt nicht putzen, den Wagen. Aber mach mal einen, der richtig geil ist, der richtig Schmackes hat, ne? Dann kann ich dir drüben den also M3 du musst dir vorstellen, ich brauche einen Karren, womit sogar der Lutschkopf hier rechts von mir eine Dame abkriegen würde. Weißt du, wie ich meine? So richtig den, ja. Ja. Oder nicht, Männer. So richtig, wo man, ja, ne? Ja. Seid ihr Fickärsche eigentlich die einzigen, die hier arbeiten? Nee, der Kollege arbeitet ja auch hier. Ja. Jungs, wie findet ihr den Sound? Oh, er hat geilen Sound. Und mein Auto jetzt eine Schramme. Wie viel Umdrehung macht er? Kann ich nicht genau sagen. Ich glaube 14.000. Muss ich den dann im Laden kaufen oder machen sie eine Rechnung fertig? Nein, das hier ist nur ein Vorführwagen. Okay, machen sie dann eine Rechnung fertig? Ja, müssen wir einmal ins Büro gehen und die Papiere fertig machen. Ich glaube, ich behalte den hier erstmal. Ja, das geht nicht. Das ist nur ein Vorführwagen. Ja, warte ruhig mal ein paar Runden. Ey, die Salary-Bar hat bis 21 Uhr, wir sind bei der Postleitzahl 150. Ja, ich liebe dieses. Ja. Hier ist 149, er leckt mich am Arsch. Guck mal, wie kann das sein, dass. Okay. Da kann ich einen dicken Macker machen, ne, bei der Bar jetzt mit dem Karren. Guck mal, das ist nicht mal auf der Karte markiert, hier diese Bar. Dann machen wir mal einen Drink fertig, Alter. Hallöchen! Hallihallo, ja, machen wir einen Drink fertig, ja. Was willst du denn haben? Boah, irgendwas mit ein bisschen Wucht, ja. Jawohl, bring ich dir.
Die ist einfach hier in so einer Bar und ja, geil. Ja, RP, ich schwöre, das ist so RP gerade. Ich feiere sowas. Guck mal, das ist nicht oft so, weißt du, dass du einfach in so einer Bar bist. Also das ist ja nicht. Ich war zum Beispiel noch nie in dieser Bar, weißt du, in meinem GTA-Leben. Und ich habe schon echt viel gespielt. Uiuiui, geil, ja. Ja, du wolltest doch was mit ein paar Umdrehungen. Ja, mit ein paar Umdrehungen kann man so sagen, ja. Uiuiui. Bist du alleine hier heute, oder was? Nee, nee, Ranjit kommt gleich wieder, der ist noch bei Facebook gewesen. Okay, er hobelt sich die Latte noch, oder was, ey? Ja, wahrscheinlich, musst mal fragen. Ekelhafter, ey. Ja. Und was machst du, Alter, hier? Ja, ich bediene wohl, wa? Bist hier die Pistensau vom Laden, oder was? Nee, so ungefähr nicht. Dann ist nicht auf dem Tisch. Hola. Und ich wundere über die Löcher, ne? Da war sie ein bisschen gerade am Werk. Sagen wir es mal so. Ja. Sagen wir es mal so. Das wünschst du dir wahrscheinlich, mein Freund. Ja, sagen wir es mal so. Ganz ehrlich, sagen wir es mal so. Ich nehme mal so eine Limette. Ja. Die blaue. Einmal, darf ich nach deinem Namen fragen? Wie heißt die blaue hier? Ich bin die Liz. Liz, okay, ja. Ich weiß nicht, hier ist ein bisschen tote Hose. Hätte gehofft, hier irgendeine Alte mitzunehmen. Ja, aber irgendwie... Warst du schon am Domplatz? Am Domplatz? Nee. Da treffen sich viele, vielleicht hast du da Glück. Dann leck mich am Arsch, okay, ja. Alles klar, dann würde ich sagen, mache ich einen Abgang. Wir gehen jetzt erstmal ein Handy kaufen. Erstmal ein Handy gekauft, leck mich am Arsch, ne? Jeder Server hat mittlerweile dieses Handy, Alter. Ja, hab ich was verpasst, oder was? Ja. Nein. Du siehst tote Hose. Wie ist denn dein Name eigentlich? Kevin. Habt ihr Erfahrung hier mit Tinder gemacht? Hab ich nicht, nie benutzt. Braucht eine Liste nicht. Seid ihr zusammen? Ja. Quatsch, jetzt echt? Ja. Ja, ja. Hallöchen. Hallihallo. Hallo. Hallihallo. Hallöchen. Was geht? Ja, nicht viel bei Ihnen. Noch nicht viel. Meine Schwester müsste schon da sein. Ranjit, füll den mir ab, ey. Ich hab schon ein bisschen vorgetrunken. Ja. Ich fülle niemanden ab. Okay, ja, bei mir war das dann anders. Ah, hi, die Dame, ne? Hi. Kevin, ich glaub, da hast du keine Chance. Leck mir am Arsch. Wer ist das denn da vorne? Was geht ab? Ah, du hast gefehlt. Jetzt geht's hier gleich richtig zur Sache, ey. Ja, meinst du, ich hab eine Chance bei der Alten? Ja, Kevin, das musst du probieren, das kann ich dir so nicht sagen. Mal zum lecker Essen einladen. Ja, okay. Ja. Gucken, ob ich die alte Drecksau überredet krieg. Ja. Ja, gut. Probier's, kann ich dir nur sagen. Die alte Schachtel, ey. Aber, hast gehört, die hat deine Schwester, gell? Wenn, da musst du schon beide nehmen. 2 für 1, sagen wir es mal so. Ja, genau. Ja, sagen wir es mal so, ne? Probier. War was am Domplatz? Nee, da geht dann wirklich der Kackstift, wirklich. Stehst da 3 Stunden und keiner kommt. Oh, hat sich wahrscheinlich eine Holzlatte in den Arsch gesteckt, der eine Typ da gerade von vorne. Was? Ja, oder nicht? Meinst du? Ja, Ranjit, ne? Deswegen war er so spät. Ach, was weißt du, ist ja dein Mann, sorry, ne? Ja, Freund, ja. Wo die Liebe hinfällt und wenn sie auf den Mist fällt, ja. Ja, oder auf den Scheißhaufen und dann verschmieren, ja, genau. Schön, ne? Ja. Schön da oben, ja. Ah, wo ist denn die alte Drecksau von vorhin jetzt? Ich muss mal rausgucken. Rechtlich ihre Schwester, die alte Drecksau, auch überredet, ne? Ja, alle Brotspinner. Ja, ich probier mal, ne? Bis gleich. Ja. Nee! Ja. Ja, moin Mädels, leck mir am Arsch, ey. Was geht? Hi. Nee, wir möchten dich nicht am Arsch lecken. Also war das nicht gemeint, ne? Aber das Angebot steht, ja. Nee, danke. Okay, ne. Ja. Ich meine, wenn du so die Vorlage gibst, kann man ja mal fragen, ne? Wenn du so daherkommst und das erzählst. Ja, kann man so sagen, ja. So, was macht ihr hier heute, Jungs und Mädels? Wir warten eigentlich, was essen gibt. Ah, hier, das trifft sich gut hier. Ranjit hat schon was vorbereitet, ja. Ja, guck mal. Ja, da läuft er gerade. Ich hab nichts vorbereitet. Ja, er hat nicht so gern Kundschaft. Er will nicht mal lochen. Dann sollte er das Ding zulassen. Ja, sag ich auch ganz Zeit. So, Sommer, Honey? Yes. Alles klar, schön. Und los, wir haben Hunger. Wie geht's was? Jo. Futtern. Aber wo geht ihr denn was futtern? Ach, hier drin, okay. Ja, hier drin, ja klar. Ah, leck mir am Arsch, da bin ich direkt dabei. Okay. Arschlecken, ja. Ist das dein Hauptwort? Nee. Man muss ja mal fragen, wenn du das so oft erwähnst. Ja, kann man ja, ist ja auch gerechtfertigt, ne? Das ist noch einer meiner Hobbys, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Setzt euch ruhig irgendwo hin, ich komm. Ich komm dann nach. Brauchst du aber nicht. Danke. Das ist so witzig, Alter. Das ist so lustig. Oh, ich glaube, ich habe gute Chancen, sagen wir es mal so, Liz. Meinst du, Kevin? Ja. Ja, da bin ich auch gespannt, wie ihr Flitzebuchen, du. Ja, ich auch, wie ein Bettlaken quasi, ne? Ja, frisch bezogen, ja. Ich bin ehrlich, die ist ein bisschen stiller, so mäßig. Aber stille Gewässer sind tief, sagt man ja immer, ne? Das stimmt. Muss man gleich auf Tuchfühlung gehen, vielleicht mal ein bisschen Toilettentiefsee tauchen, sagen wir es mal so, ja. Ja, probier's mal. Und dann mach ich einen den Deckel drauf, ne? Und dann lecko mio Popo Blanco, bis der Popo komplett blank geleckt ist einmal, ja. Bis er glänzt. So, Mädels, wo geht's hin?
Ich weiß nicht, wo du hingehst, aber... nur ich meine mit Sitzen und so. Wo setzen wir uns hin? Wir haben einen eigenen Weg. Okay, ja. Kannst dich ja schon mal da hinten hinsetzen, an die Wand. Ja, mal gleich, ja. Oh, die sind schon ein bisschen weich gekocht, definitiv, ja. Meinst du? Der Herr? Ja? Parken Sie den Wagen einmal bitte vernünftig und nicht mitten auf dem Gehweg? Ja, das ist nicht meiner. Okay, alles klar. Was machen die Bullerei hier? Mahlzeit. Hallo. Wir wurden angerufen. Hier sollen wohl Damen belästigt werden. Womöglich. Wer macht das denn? Fragen Sie doch mal den lustigen Herrn hier. Das würde mich auch interessieren. Was haben wir Ihnen gemacht? Erzählen Sie doch mal, was ist dir vorgefallen? Ja, nichts, ey. Nein. Lass die Damen doch erzählen, wenn sie die Bullen gerufen haben. Erstmal heißt das nicht Bullen, sondern Polizisten. Ja. Ja? Ein bisschen mehr Respekt, dankeschön. Ey, Gummio Popo Blanco, ey. Ah, ein Gelk-Fan. Super. Dann erzählen Sie doch mal die Damen. Ja. Ich stand hier und habe auf meine Schwester gewartet. Wir standen hier draußen im Auto, wollten gerade rein. Dann kam der Herr zu uns, irgendwas mit Arschlecken erzählt und hat sich gleich an uns drangehangen. Wir sind dann hier rein. Und wir können das Ganze komplett abkürzen. Hast du eine Bodycam? Ja. Gut, dann machst du damit bitte einmal ein Ticket in der Suppe auf. Das ist ein klarer Fall von Trolling. Der macht nämlich einen YouTuber nach. Ah, alles klar. Ja. Gut. Dürfen wir jetzt auf ihn loslaufen? Von mir aus, mir ist es egal. Ja, komm, mit mir in mein Zimmer kommen. Ja, genau. Ja, leck mir am ganz Arsch. Ganz lustig bist du. Ja, leck mir am Arsch, ne? Oh, warte mal ganz kurz. Ist es eventuell, dass du tatsächlich... Ja, leck mich alle am Arsch, ne? Ja. Ja, wir hauen hier ab, Alter. Wir wurden erwischt. Ey, geil. Nein, ich muss mich schnell umziehen und so. Und kompletten Makeover machen. Mädels, leck mich alle am Arsch. Shit, ist der Bulle immer noch da, der Spaß? Oh, doch, leck mich am Arsch. Hey, nichts zu tun, Digga? Was machen die da? Ja, was geht? Wollen wir mal die Handynummern austauschen? Ja, können wir machen. Ah, können wir machen. Ja, pack mal rein hier, die Nummer. Leck mich am Arsch, ja. Perfekt. Ach, Junge, wie cringe, die machen das halt auf Ernst. Aleko, was macht ihr hier für geiles Zeug? Könnten Sie bitte rausgehen? Dann macht ihr hier schön noch ein bisschen was extra in den Burger, sagen wir es mal so, ja. Oh shit. Leck mir am Arsch! Leck mir am Arsch, die haben die Bullen geholt. Ja. Was machst denn du hier? Hier ist übrigens kein Ort, um sich hinzulegen, nur mal so zur Info. Ja, ein wunderschön, der Herr, hallo, einmal stehen bleiben, bitte. Leck mir am Arsch, hab mich die Schuppe verpfiffen oder was? Stopp! Stehen bleiben, oder ich werf sie um. Ja, leck mir am Arsch, ne? Bleiben Sie stehen! Aus dem Weg, oh. Ja, meine... Oh, bitte, mein Wagen ist einfach schneller als deren Auto. Ja, okay, geil. Nee, okay, Jungs, die Bar ist leider abgehakt. Können wir vergessen. Das wird wohl heute nichts mehr da. Ich brauche einen neuen Wagen, um undercover zu bleiben. Oh, nein. Oh, die verfolgen mich. Lasst mich in Ruhe, leckt mich alle am Arsch. Ah, jetzt habe ich sie wieder abgehangen. Naja, leck mir alle am Arsch, ne? Hola. Hallo. Und wie war die Probefahrt? Was meinen Sie, Hermann? Heute sind Sie jemand anderes. Ich dachte wegen der Frisur. Alles gut. Ignorieren Sie, was ich gesagt habe. Ja. Hermann, kann man hier Autos kaufen? Ja, kann man. An was haben Sie Interesse? Sehr sportlich und schnell, Hermann. Er muss viel Beschleunigung haben und schnell fahren. Oh. Mittelding. Also eine hohe Beschleunigung braucht er, ja? Ja. Ja, ja, ja. Dann mal diesen hier testen. Hermann, von der Beschleunigung ganz, ich teste ganz den mal aus. Dankeschön. Darf man auf Probefahrt gehen? Ja, ich fahre eben mit. Scheiße. Ja, das ist mehr was für mich. Ja, ja. Ja, der ist dann mehr was für mich. Ja. Ja, der zieht gut, ne? Ja, kann man auf jeden Fall. Ja. Leck mir am Arsch, ne? Ja, ich mach nochmal eine kleine Probefahrt, eine andere. Ja, aber gleich wiederkommen, ne? Ja. Er ist schon die Bullerei am Rufen hier. Leck mir am Arsch, ne? Geil. Ja, das ist meiner jetzt. Oh, das ist so geil. Das macht voll Spaß hier gerade. Mal kurz nochmal hier vorbeischauen. Einmal kurz wieder in dieser Drecksbar. Bin mir hinterher gefahren. Die fahren mir hinterher. Junge, was wollen die von mir? Ja, jetzt habe ich sie wieder abgegangen. Ey, ich werde die ganze Zeit verfolgt von irgendwelchen Dullis und ich hänge jeden ab. Ich bin so geil. Scheiße. Der verfolgt mich jetzt auch. Ich werde ganze Zeit von irgendwelchen neuen Leuten verfolgt. Scheiße. Entschuldigung, da gibt es einen Grund, warum sie mich verfolgen. Warum sie mir in der Gegenfahrbahn fahren. Oh, das war nicht extra, tut mir leid. Perfekt. Deswegen hat er mich verfolgt. Sie haben nicht zufällig ein Repair-Kit? Wofür Repair-Kit? Muss doch ein ADAC. Also für die Karre kannst du auch nicht mehr weiterfahren, so ein Unfall, wie du gerade hattest. Aber ist das dein Auto? Ja. Ja. Wieder so ein Käse-Eierkopf, Alter. Leck mir am Arsch.
könnte mir richtig gut vorstellen, dass das ein Admin ist und der jetzt wartet, guckt, ob ich weiterfahre. Und jetzt will er mich gleich wegfahren oder so ein Scheiß. Er ist schon wieder verfolgt von ihm. Ist der irgendwie blöd oder so? Ich schwöre, wenn er mich hier findet, dann hat er irgendwie einen Namen oder sowas an. Ja, klar. Ah, sorry. Ah, stopp. Ich hab nichts gesehen. Das ist... die. Wieso verfolgen die mich alle? Wie finden die mich? Guck mal, der war doch auch vorhin beim Laden, oder? Das kann doch nicht sein, dass die meine Location haben alle. Warum haust du ab, du Schwanz? Der auch schon wieder. Warum haust du ab? Vor dir oder was? Natürlich, du Pisser. Fick dich selber. Oh. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Was hast du gesagt? Ich soll mich selber ficken. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, ich habe gerade dich gefickt. Was? Ich verstehe gerade nicht. Sind die irgendwie alle... Also entweder ist das der heftigste Zufall der Welt oder irgendwie irgendeiner hat Name-Tags an und die haben alle Name... Die verarschen mich gerade alle. Ich habe keine Ahnung. 20 Minuten auf dem Boden? Das ist crazy. Keine Cops hier. Habe ich den gefickt. Was ist das für einer? Geiler Typ. Hä? Leck mich am Arsch. Was ist hier passiert? Hat mich einer gerast gerade? Ja. Ist der Wagen gerade explodiert oder werde ich hier gerade wirklich verarscht? Werde ich hier gerade verarscht? Oh oh. Die Verletzungen sind zu schwer. Geil. Ja, da geht gar nichts. Ich konnte einfach respawnen. Leck mich am Arsch. Lol. Irgendein Admin trollt mich ab. Ey, das war der doch. Das war der. Ja, das war doch der Typ von Salaris, oder nicht? Ja, genau. Ja. Dann hat er sich aber umgezogen. Nee, der war gerade beim Salaris. Das ist so schlecht. Beim Salaris, der wie die das doch extra vor mir sagen. T-Shirt mit bunten Sachen drauf an. Also, das war der, den wir gerade eben vom Salaris entfernen sollten. Okay, ich hab grad ein Sturmgewehr aufgehoben, ne? Ich hatte... Alles klar. Das ist ein Sturmgewehr. Ja, gerne. Hände hoch. Leck mich am Arsch, was ist hier los? Abby, was machen die, Junge? Setz dir direkt feste. Ja. Einmal bitte sichern hier. Danke. Leck mich am Arsch. Das ist ein Hirlo. Geht einmal ins Krankenhaus. Geht einmal ins Krankenhaus. Boah, leck mich am Arsch. Einmal mitkommen, bitte. Geht mal direkt ins Krankenhaus rein. Leck mich am Arsch. Geht's dir gut? Geht's dir gut, mein Bruder? Ja. Hast du Schmerzen? Ich kann dir helfen. Nö, nee, alles gut. Ich bin nur nicht im Dienst. Können Sie mal aufhören, mich so anzuglotzen? Ich wollte schon gerade sagen hier. Sorry. Was ist denn los, Alter? Was habe ich gemacht? Leck mich mal am Arsch. Du kannst mich gleich mal am Arsch lecken. Nimmst du ihn bitte fest, Mo? Wer bist du denn, Alter? Leck mich mal am Arsch. Der Typ ist doch nicht mal Bulle. Ich bin dein Vater. Oh. Nimmst du den mal bitte fest jetzt? Ja, der kann mich mal am Arsch lecken. Sag mal, ist das der Mann von der gerade aus der Bar? Nee, ich bin der, der dich in den... Ne? Und jetzt ab mit dem in den Knast. Und zwar sofort. So, wir brauchen mal hier... Ey, leck mich am Arsch, was ist denn hier los? Braucht ihr so viele Männer oder wie für einen unbewaffneten Mann, ey? Leck mich am Arsch. Und die Höchststrafe plus 400. Nein! Haft einhalten, ja? Ja. Okay. Nein, ey, kümmere dich mal um dein Kind im Hintergrund da und... Hast du es gehört? Geh mal da weg. Was hast du gerade gesagt? Arschlecken. Nein, das, was du davor gesagt hast. Hast du das nicht gehört oder was? Ja, trau dich, wiederhol dich nochmal. Kümmere dich mal um dein Kind im Hintergrund, leck mich am Arsch. Sag das nochmal und ich fick dich. Kümmere dich doch einmal um dein Kind im Hintergrund, leck mich am Arsch. Und jetzt ab mit denen in den Knast. Schmeiß die Schlüssel weg. Ey, der Typ ist so geil. Ich kenn den doch gar nicht. Wer ist das? Ja, das Sturmgewehr, was er benutzt hat, hab ich. Sturmgewehr hat der, oder was? Sturmwaffe, okay. Ja. Leck mich am Arsch. 550. Krieg ich da wenigstens Gesellschaft bei, oder wie, oder was? Nein. Ja, oder nicht, ne? Was ist? Was ist das hier? Was ist hier los? So, wie machen wir das jetzt? Fahren wir jetzt umsonst da hoch oder willst du vorher gehen oder? Wieso sollte ich denn gehen? Also im Normalfall bleibst du nicht so lange. Ja doch, der leckt mich am Arsch. Geht doch gerade richtig zur Sache erst. Nee, das ist jetzt eigentlich gleich zu Ende dann. Ja, im Knast geht's doch erst richtig ab. Nee. Ja. Ist eigentlich ja, nichts mehr los für dich dann. Ja, doch, da geht's richtig ab. Ja. Sind die so mad? Ich kenne die. Das sind ja nicht mal die ich verarscht habe oder so. Möchtest du einen Anwalt haben? Gibt's denn welche hier? Ja. Ja, dann gerne. Hä, warum nicht? Dann organisier dir einen. Okay. Aber du bist eine echt wilde, ne? Ich merke schon, ja. Okay, ja, leck mir am Arsch. Der Helikopter wartet schon, oder was? Reinigend oder Erotik? Was? Am Arsch leckend. Reinigend oder erotisch? Leck mir am Arsch, geil. Ja, hab ich auch noch nicht gehört. Das war jetzt noch nicht die Antwort. Reinigend oder erotisch? Ja, reinigend dann, ne? Das sind ja nur zwei dann. Ja, geht's gleich ab hier, ne? Ja. Ja, full. Die Haftzeit, Digga. 10 Stunden. Also, guck mal, es gibt das ja so for real als Strafe. Also, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht nur für mich ist. Wer sitzt jetzt 9 Stunden hier und macht...
Ja, wer macht das? Oh, warte mal, wenn ich jetzt quitte, dann bin ich nicht mehr gefesselt, aber vielleicht haben die mich jetzt schon gebannt. Okay, ich kann noch joinen, außer ich werde jetzt gleichzeitig gebannt. Leck mich am Arsch, Jungs. Leck mich alle am Arsch, geil. Ah, fuck, hier ist abgeschlossen. Ah, nee, leck mich am Arsch. Ja, so ungefähr, ja. Allesamt einmal am Arsch lecken. Allesamt alle am Arsch lecken hier einmal, bitte. Oh, alle Mann, allesamt einmal am Arsch lecken, einmal dran lecken am Arsch. Ja, ja.